eine Auenlandschaft, wo sonst nur ein Bach fließt. Zu verdanken ist sie einem eifrigen Nager, dem Biber. Der hat es sich hier gemütlich gemacht, im Wald westlich von Babenhausen, im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Geschaffen hat er dabei einen wundervollen grünen Landstrich. Diesen Anblick genießen kann Wolfram Witwer allerdings nur eingeschränkt. Er ist Chef des Wasserwerkes Babenhausen und besorgt, weil durch diesen bibergemachten See ein wichtiger Zugang zu Trinkwasserleitungen überschwemmt wurde. Nur noch ein Schild ist zu sehen. Und hier kann man diese Anlage nicht nutzen. Wenn wir hier ein Rohrbruch haben, können wir nicht hin, können wir nicht abstellen. Diese Transportleitung führt in den Norden. Das sind ungefähr 70.000 bis 80.000 Kunden, die an diese Transportleitung hängen. Das heißt, wenn wir ein Rohrbruch haben, wird diese Lösung oder die Reparatur des Rohrbruchs länger als 24 Stunden brauchen, vielleicht 48 Stunden. Das ist eigentlich nicht geplant. Doch das ist nicht das einzige Problem. Der Biber hat mit seinen Dämmen und Aufstauungen dafür gesorgt, dass viel mehr Wasser aus dem Bach im Boden versickert. Eigentlich ist das wünschenswert, doch hier ist es ein potenzielles Risiko für das Grundwasser. Dieses Wasser im Hintergrund, was da schön plätschert, ist nicht reines Wasser, sondern es ist teilweise oder zum größten Teil gespeist von Ablauf einer Kläranlage. Und in diese Kläranlagenabwässer sind zwar gereinigt, halten aber auch Spurenstoffe oder Medikamentenrückstände, wie wir es seit ungefähr 5 bis 7 Jahren wissen. Und diese Stoffe gehören unserer Ansicht nach nicht flächendeckend versickert. Denn sie landen so langfristig wieder in unserem Trinkwasser. Ein erster Lösungsversuch ist in Sicht. Dieser Damm soll teilweise abgerissen werden, damit das Wasser abfließt und wieder Leitungen erreicht werden können. Ob der Plan aufgeht, ist noch ungewiss. Das Problem mit dem Grundwasser soll in einem nächsten Schritt angegangen werden. Klar ist, auf die wertvolle Arbeit des Bibers will man im Regierungspräsidium Darmstadt nicht verzichten. Weil er eben solche naturferne Bereiche, wie wir sie hier ursprünglich mal hatten, wieder in einen natürlichen Zustand und natürlicher Rennzustand versetzt. Mit großen Wasserflächen, mit Flachwasserzonen, wo Wasservögel rasten, wo Amphibien leicht abgelegt werden kann. Ulrich Götz-Heimberger berät bei Interessenskonflikten mit Bibern. Die geschützten Tiere, betont er, verursachten hier nicht das eigentliche Problem. Wenn man vernünftig Abwasser entsorgen würde, wenn man auch die Kläranlagen so ausgerüstet hätte, dass sie das Wasser so reinigen können, dass man es danach auch wieder in einer vernünftigen Qualität im Oberflächengewässer drin hat, wäre das natürlich viel besser. Nur sind es so dicke Bretter, die es zu bohren gilt, auch mit entsprechenden Kosten verbunden, dass man da natürlich zuerst mal versucht, eine Kompromisslösung zu finden. Wie die hier aussehen könne, das müsse sich Schritt für Schritt zeigen. Wolfram Witwer sind die Hände gebunden. Er kann seine Kläranlage nicht ohne weiteres aufrüsten. Also müssen noch Lösungen her, damit Biber und Mensch hier in Babenhausen glücklich und gesund leben können.